Was die Aktienmärkte derzeit spielen, ist schlichtweg zu schön, um wirklich dauerhaft wahr zu sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick am heutigen Brückentag auf den Handel. Wir haben gestern diese Rallye an der Wall Street gesehen, nachdem die US-Verbraucherpreise etwas niedriger ausgefallen sind mit plus 0,2% zum Vormonat als befürchtet. Das hat Risikoassets dann steigen lassen, hat den Dollar nach unten gebracht, die US-Renditen für Staatsanleihen nach unten gebracht. Hurra, die Inflation ist nicht so schlimm. Man wähnt sich in einem Goldilocks-Szenario, wie es in den USA heißt. Also wirtschaftlich gesprochen in einer Situation, in der die Wirtschaft nicht zu heiß läuft, aber auch nicht in eine Rezession zu rutschen droht. Das ging schon los am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten, den nicht so stark gestiegenen Löhnen. Heute dann die Verbraucherpreise eben, oder gestern die Verbraucherpreise, nicht so heiß wie befürchtet, allerdings wohl aus den falschen Gründen, weil eben die Preise für neue Autos um 0,5% gefallen sind, die Preise für gebrauchte Autos 1,6% gefallen sind, größter Rückgang seit der Finanzkrise in einem Monat. Und das ist insofern eine schlechte Nachricht, nicht nur für Leasingkonzerne in den USA, sondern auch für Millionen Amerikaner, die eben Autokredite haben und deren Sicherheit, nämlich das gekaufte Auto, das wird weniger wert. Das ist ja ein Trend, den wir in den USA schon lange sehen, dass gebrauchte Fahrzeuge, weil eben eine riesige Leasingflotte im Gefolge der Finanzkrise auf den Markt gekommen ist, die dann irgendwann als Altwagen sozusagen auf den Markt drängt. Das ist eine Entwicklung, die hier weitergeht. Mithin also ein Faktor, der ein längerer Trend ist, aber nicht kaschieren kann, dass die Benzinpreise in den USA um 20 Cent gestiegen sind im letzten Monat. Jetzt durchschnittlich 2,84 Dollar pro Gallone. Auch einer der größten Anstiege der letzten Jahre. Die Lebensmittelkosten sind so stark gestiegen wie seit 3 Jahren nicht mehr. Also wir haben durchaus heiße Kennzeichen in diesem Inflationsbericht gesehen gestern. Und der Ölpreis tendiert ja weiter nach oben. Mithin wird also hier der Verbraucherpreis weiter angeheizt, eben durch die steigenden Ölpreise. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man eben alles, was so ein bisschen über den Märkten schwebt, derzeit aber nicht so wirklich konkret geworden ist, ignorieren kann, zum Beispiel die Handelskriegsthematik, wo ja Liu He, der stellvertretende Ministerpräsident Chinas, nächste Woche nach Washington kommen wird. Auf der anderen Seite der Iran-Konflikt mit den Scharmützeln zwischen eben israelischen und iranischen Truppen auf syrischem Boden, das ist eine ganz heiße Thematik. Wir haben jetzt kommenden Montag Außenministertreffen zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und dem iranischen Außenminister. Auch dasselbe werden die Chinesen und Russen mit dem iranischen Außenminister machen. Mithin haben wir also eine Art Isolierung der USA. Und wenn es China gelingt, hier ein Stück weit das Iran-Abkommen in Kraft zu halten, gemeinsam mit den Europäern, dann wäre das ein ziemlich schwerer Schlag für die amerikanische Diplomatie. However, es ist also derzeit dieses Goldilocks-Szenario eingepreist an den Märkten. Charttechnisch sieht das teilweise nicht gut, nicht wirklich schlecht aus, sondern ziemlich gut aus bei den Indizes. Aber wenn wir uns einzelne Aktien wie Apple anschauen, dann sehen wir da ziemlich massive Divergenzen, dazu gleich mehr. Jedenfalls haben wir natürlich jetzt eine sehr starke US-Berichtssaison gesehen. Gar keine Frage, aber wir haben das Problem, dass die Erwartungen nicht gestiegen sind. Mithin haben also die Unternehmen ihre Erwartungen für das zweite Quartal nicht angehoben, und es gibt ja im zweiten Quartal durchaus Gegenwind durch steigende Ölpreise, durch steigende Kosten, die die Unternehmen ja unter anderem zum Beispiel für Rohstoffe haben, aber auch für Arbeitnehmer haben. All das wird sich auswirken, der starke Dollar vor allem wird sich auswirken, aber das wird momentan eben so ein bisschen beiseite geschoben, auch wenn der Dollar gestern eben schwächer ging aufgrund der nicht so hohen Verbraucherpreise, die gestern gekommen sind. Was ist in Asien passiert? Wollen wir uns mal anschauen. Da ist im Prinzip das passiert, was die Wall Street gemacht hat. Nikkei knappes Prozent im Plus, Shanghai im Minus, Hang Seng 1,5% im Plus, Australien leicht im Plus. Wenig Bewegung in Sachen Daten. Heute wird es auch relativ ruhig zugehen. Wir haben die Export- und Importpreise in den USA und wir haben dann 16 Uhr die Verbraucherstimmung Uni Michigan. Erste Veröffentlichung für den Mai. Das wird interessant sein, wie die Stimmung der Amerikaner ist, auch in Sachen Aktienmärkte. Das wird ja da auch gemessen. Glaubt ihr, dass die Aktienmärkte steigen in den nächsten 12 Monaten? Ja oder nein? Auch das ist eine Frage, die hier gestellt wird. Schauen wir uns aber jetzt mal ein paar Charts an, und wir starten mal mit Apple hier von NorthmanTrader.com, eine übrigens sehr empfehlenswerte Seite. Da sehen wir eine massive Divergenz im Wochenchart bei der Apple-Aktie zum Beispiel. Ähnliches gilt auch für Amazon, by the way.
Wir haben hier beim RSI diese Divergenz. Wir sind außerhalb der Bollinger Bänder. Apple total überkauft, ja, vor allem seit Warren Buffett hier mitgeteilt hat. Er hätte hier eben 75 Millionen Apple-Aktien gekauft, daraufhin die Aktie jetzt $30 gestiegen. Aber wie gesagt, das sind Warnzeichen, die wir hier schon öfter gesehen haben, mit dann Abverkäufen mit ganz ähnlichem Muster, eben Amazon ähnlich, die Aktie gestern nicht gestiegen übrigens, anders als Apple. Wir haben jetzt 6-mal in Folge die US-Märkte im Gefolge im Plus. Wir haben den VIX bei ungefähr 13 unterhalb seiner 200-Tage-Linie. Also da ist jetzt sehr, sehr viel Optimismus wieder eingepreist. Und schauen wir uns die Dinge mal im Chart an. Da sehen wir hier den DAX bei 13.024, mal über, mal unter der 13.000er Marke, gestern am Schluss drüber. Dürfte etwa heute da starten, wo er gestern aufgehört hat, im Bereich 13.025, 13.030 nach aktueller Indikation. Nicht viel Neues, die 12.650 war die entscheidende Marke. Der Index ja schon Anfang April aus seinem Abwärtstrend rausgefallen. Schauen wir uns den S&P 500 an, der eben diesen Abwärtstrend seit dem Januarabverkauf überwunden hat. Wir haben jetzt den nächsten dicken Widerstand bei 2730 Punkten, da könnte es noch hingehen, aber dann dürfte erstmal eine Pause angesagt sein. Das gilt wohl auch für den Dow Jones, der hier diese Schultern überwunden hat, die wir ausgebildet hatten in dieser Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich dann ja nach unten aufgelöst hat. Der Dow jetzt praktisch seit letzten Donnerstag intraday 1200 Punkte höher. Das ist eine Menge Holz. Wir haben den Nasdaq bei 6.960 Punkten, hier an der 7.000er Marke wartet nächster Widerstand. Wir haben eine Apple eben, wie gesagt, die jetzt $30 am Stück unkorrigiert gestiegen ist. Wir sehen den Euro etwas erholt, nachdem gestern ja die weniger heißen Verbraucherpreise den Dollar allgemein unter Druck gebracht haben. Stärkster Abverkauf des Dollars seit 2 Monaten. Renditen der US-Staatsanleihen nach unten. Dollarindex hier deswegen nach unten, aber nach wie vor in Sichtweite der 93er Marke. Wir sehen, Gold hat dann etwas profitieren können von den schwächeren Verbraucherpreisen. 1320 Silber, $16.50, und die Story geht weiter bei Öl, $71.32. Nachdem Bank of America auch gesagt hat, ja, könnte jetzt auf $100 gehen, immer mehr Banken sagen, Öl könnte, was Crude betrifft, jetzt auf $100 gehen. Meistens passiert dann das Gegenteil. Wir werden sehen. Also, es ist charttechnisch so, dass der S&P natürlich nicht so schlecht aussieht. Das muss man klar sagen. Wir haben eine starke Berichtssaison gehabt. Die Frage ist aber, Peak Earnings ja oder nein? Also der Hochpunkt schon erreicht. Wir haben heute also jetzt nochmal eine charttechnisch interessante Situation, ob der S&P 500 den Ausbruch bestätigen kann, ob der DAX sich über der 13.000er Marke halten kann. Und ich empfehle Ihnen nochmal den Trade des Tages, wenn Sie heute die heißeste und beste Spekulation erfahren wollen von Rüdiger Börn, einfach kostenlos und unverbindlich sich dabei anmelden. Und jetzt erstmal einen wunderbaren Brückentag für diejenigen, die frei haben, und diejenigen, die arbeiten müssen, können sich trösten. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Bis dann, ciao.